Halleluja. But I have a special appeal to you. Jetzt noch ein spezieller Appell an alle. If you are going to purchase that leaflet, wenn Sie dieses Büchlein verteilen, don't get in a single copy. Nehmt nicht nur eine Kopie davon. As much as copies you can. Nehmt so viele, wie ihr nur könnt. You procure from here. Bitte? You procure from here. Ja, es ist alles bereit hier. So that you can give it to others. Dass ihr es anderen weitergeben könnt. Those who have not come for this retreat. Die nicht zum Exerzitienlehrgang kommen konnten. That's also form a great part of the work of evangelization. Das ist ein großer Dienst in der Evangelisation, wenn ihr das macht. Praise the Lord. Preist den Herrn. When I could go through all these verses. Geht durch die Verse. Once again I got confused. Aber ich ging dann durch die Verse und war wieder verwirrt. To the noble Brahmin Guru. Also ging ich wieder zu diesem noblen Brahman Guru. I told you it is wonderful. Ich sage euch, es war echt genial. Again he told me nothing to be wondered about. Du musst dich nicht wundern, sagte er. God is only one. Es gibt nur einen Gott. Do you believe that God is only one? Glaubt ihr, dass Gott nur der einzige Gott ist? I told him yes. Und ich sagte ihm ja. I do agree. God is only one. Ich glaube, dass da nur ein Gott ist. Then he asked me, then how can the Son of God be several? How can the Son of God be several? Wie kann dann ein Gott viele Gottheiten sein? He is also one. Es ist nur einer. Jesus Christ. Jesus Christus. He is the only God, only Son of God. Er ist der einzige Sohn Gottes. Unless through the Son of God. Wenn da nicht der Sohn Gottes wäre. We cannot see the heavenly God. Und ohne den Sohn Gottes können wir den Himmel nicht erkennen. Unless through the Son of God. Ohne den Sohn Gottes. We cannot attain the heavenly God. Können wir nicht in den Himmel eintreten. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. I came back to my house. Ja, jetzt kam ich zurück nach Hause. That day became an unforgettable date in my life. Und ich werde den Tag nie vergessen in meinem ganzen Leben. 27. Juni 1992. In that night for the first time in my life. In dieser Nacht, dieser das erste Mal in meinem Leben. I, a staunch Hindu. Ein eiserner Hindu ich. A staunch Brahmin. Ein Brahmane noch dazu. I prayed to Jesus Christ. Ich betete zu Jesus Christus. I don't know how to pray. Ich weiß gar nicht, wie man betet. I don't know the narration of prayers over Father, thou art in heaven. I don't know. Vater unser, das war mir alles noch gar nicht bekannt. I just prayed, oh Lord Jesus. Oh Herr Jesus, sagte ich. Come to me. Komm zu mir. Save me. Rette mich. I prayed to him like that. Betete ich. The result of this prayer. Ja, so simpel. It was instantaneous. Aber es war unumgleich in. Within a few days of time. In Kürze, after my first prayer to Jesus, nach meinem ersten Gebet zu Jesus, one of my friends came to me, kam ein Freund zu mir and he asked me, und fragte mich, could you feel any change in your mind? Verändert sich gerade was in deinen Gedanken? I told him yes. Und ich sagte ja. Then come with me. Komm mal mit. He took me to the divine retreat center. Dann nahm er mich mit zu dem göttlichen Exerzitienhaus. I had a retreat. Und da ging ich zu Exerzitien. On the last day of the retreat, am letzten Tag der Exerzitien, the director of the Divine Retreat Center, war der Direktor selbst des Zentrums. He was a total stranger to me till then. Bis dahin kannte ich ihn nicht, er war ein totaler Fremder für mich. And he called me by name. Und er rief mich beim Namen. And he told me, und sagte, you are the one selected to become the witness of Jesus. Du bist auserwählt, Zeuge zu sein für Jesus Christus. You are called by God for proclaiming the word of God. Du bist auserwählt, das Wort Gottes zu verbreiten. Since then, seitdem, for 25 years, für 25 Jahre jetzt, I was in the Divine Retreat Center. Bin ich jetzt im göttlichen Exerzitienhaus tätig. Witnessing Lord Jesus. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus ab. And preaching the word of God. Und predige das Wort Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Halleluja. Danke. Halleluja. Jesus. Danke, Jesus. I was saved. Ich wurde gerettet. I was really saved. Echt gerettet. Praise the Lord. Preist den Herrn. Again, verse number 31. Jetzt habe ich da den Psalm chapter 31. Chapter 16. Of the Acts of Apostles. Ja, Apostelgeschichte 31, 16. It tells us.
sagt uns, believe in the Lord Jesus Christ. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. You and your family will be saved. Dann wirst du und dein ganzes Haus gerettet. I was convinced. Da war ich überzeugt davon. I believed in Lord Jesus. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. I was saved. Ich wurde gerettet. When I'll be saved, automatically my family also will be saved. Und wenn meine Familie ist, wenn ich gerettet, dann automatisch auch meine Familie. But within a few days of time, in Kürze dann, God convinced me one more thing. Überzeugte mich Gott von einem weiteren. God keeps his promises letter by letter. Gott hält seine Versprechungen. If he has promised, ja, wenn er was verspricht, you and your family will be saved. Deine Familie und du wirst gerettet. He means it. Dann tut er das. You and each member of your family will be saved. Jedes Mitglied der Familie wird gerettet. The second member of my family. Das zweite Mitglied der Familie ist. Is my wife. Das ist meine Frau. When I lost my job. Als ich meinen Job verloren hatte. She took an agency of an insurance company. Da hat sie ein Versicherungsbüro eröffnet. Practically she was illiterate. Sie war schon ausgebildet. And she very well knew she cannot work. Und sie wusste eigentlich, sie war nicht ausgebildet und sie wusste eigentlich, sie kann da nicht arbeiten dort. She expected me to work for her. Sie dachte, ich arbeite für sie da dort. Because I have lost my job. Aber ich verlor da zu der Zeit ja meinen Job. I'll be ready for anything. War ja bereit für alles. So I will work for her. Also arbeitete ich für sie. That was what she expected. So dachte sie. But I did never do that work. Aber ich habe das nie gemacht. It was a prestige question to me. Es war eine Prestigesache für mich. I should go among my friends and tell them to take an insurance policy with me. Ich ging lieber zu meinen Freunden, erzählte ihnen davon und verbrachte da Zeit. I cannot beg like that. Ich kann nicht betteln. So I did not do that work at all. Also diese Arbeit als Versicherungsmakler gefiel mir all gar nicht. All these years I was living on whatever, selling out all the property I had. Ich lebte dann eher davon, dass ich all die Jahre verkaufte, was ich besaß. And selling, everything is over. Und ja, durch den Verkauf, alles war vorbei. Now nothing is left behind for selling. Jetzt ist nichts mehr übrig zum Verkaufen. Then I told my wife, dann sagte ich meiner Frau, what should be done now? Was machen wir denn jetzt? Okay, I'll do the work for you. Ja, dann werde ich für dich arbeiten, sagte sie. I will do the insurance work. Ich mache die Versicherungsarbeit. And we began to work jointly. Und dann teilten wir die Arbeit. And now, jetzt, we are having a monthly income. Jetzt haben wir ein monatliches Einkommen. Much more than enough for the family maintenance. Mehr als wir brauchen, haben wir jetzt. Praise the Lord. Preis den Herrn. She is also saved. Sie ist so wie ich jetzt. She is also saved, my wife. Sie ist fast eine Heilige. The third member of my family. Der dritte im Bunde. Is my first daughter. Ist meine große Tochter. She wanted to become a nurse. Sie wollte Krankenschwester werden. And she appeared in the medical entrance examination so as to get an admission to the BSc nursing course. Um die Arbeit tätigen zu dürfen, braucht sie eine Prüfung und zu der begab sie sich. She did not get the admission. Aber die hat sie nicht geschafft. She failed in the examination. Ja, sie fiel durch. And after 8 months, nach 8 Monaten, my conversion and we came to the Divine Retreat Center for a retreat by family. Kam sie mit der Familie zu den Exerzitien in diesem Exerzitienzentrum. After the retreat, we went home back. Und danach gingen wir nach Hause. And there was an order waiting for me. Und da wartete jemand für mich, auf mich. Giving admission to my daughter. Und da wartete ein Brief auf uns und da war die Erlaubnis, als Krankenschwester zu arbeiten drin. For BSc Nursing course in the Government Medical College. Und sie konnte an diesem College sogar für Krankenschwestern arbeiten. 97, she passed with colors. Ah, dann mit Bravour hat sie später diese Prüfung bestanden. And now she is working in America. Und jetzt arbeitet sie in Amerika. As a nurse. Als Krankenschwester. Halleluja, danke Jesus. She is settled in USA. Sie hat sich niedergelassen in den USA. With her husband and 3 children. Mit Ehemann und 3 Kindern. All of them have become American citizens. Sind amerikanische Bürger geworden. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. She is also saved. She is also saved. Sie ist auch gerettet. The last member of my family. Der letzte im Bunde. Is my second daughter. Zweite Tochter. She was a bit smart in studying mathematics.
Sie hat Mathematik studiert. She always get 100% mark for mathematics. Sie liebte Mathematik zu 100%. So I wanted to send her for an education in computer sciences. Und dann dachte ich, ja, die passt gut zur Computertechnik, die schicke ich dahin. Da dachte ich, so passt. Ja, ich wollte das für But sie. But when I lost my job and income. Dann verlor ich Arbeit und mein Einkommen. Dreams perished. Aber all die Träume, wupp, gingen weg, verloren. Ich dachte nicht mehr dran, sie zum Computerfachmann zu machen. Then in 1992 dann. The government of India introduced a new scheme. New scheme? Scheme. New scheme. Scheme. A new plan. A new? Plan. Brand. Ach so, dann eröffnete in Indien eine neue Branche. To selected students, they will give training in computer sciences. Und dazu brauchten sie Leute, die Training im Computerwesen hatten. And they will be given of MCA, Master of Computer Applications. Und so konnte man sogar ein Master Degree, eine Ausbildung mit Auszeichnung erwerben. This education is absolutely free. Das war für also umsonst. And they will be given job also in the government service. Und es war auch gesichert, danach eine Anstellung zu bekommen. With a big expectation, I send my daughter for writing the examination for admission. Und ich schickte meine Tochter dorthin, um bei den Aufnahmeprüfungen teilzunehmen. She not only got an admission. Sie bekam nicht nur die Erlaubnis. She failed in the examination with a zero mark. Sie hat sogar das beste Resultat erworben. As she got only zero, we just forgot the matter. Warte mal, sie hat nicht bestanden und sie hat 0 Punkte erhalten. Und nach 8 Monaten kam sie dann zu diesen Exerzitien. After the retreat, we went home back. Und als wir zurückkamen von den Exerzitien, and on the fourth day, am vierten Tag, I received an order from this institute. Kam von diesem Institut Mathematik. Your daughter is also selected for the course. Kam ein Schreiben von diesem Institut, dass sie dort doch angenommen wird. She in to join immediately. Sie sollte sich sofort anmelden. Ich dachte, ja, das ist jetzt ein Fehler, ich muss dort anrufen, das stimmt doch was nicht. Mit einer, eine, die so schlechte abgeschnitten hatte, wie kann die da gewählt werden? I went to the institute. Ich ging selbst zum Institut. I made an inquiry, how what happened. Und fragte, was ist denn geschehen? Then the director of the institute told me, und der Direktor des Instituts sagt es mir. Oh, it is a long story. Das ist eine lange Geschichte. This institute is situated in a particular village called Puthupalli. In einem besonderen Dorf Puthupalli ist es diese Institution fest. The building, everything was donated by the village panchayat authorities. To the government. Und all das wurde der Regierung übergeben. Es war eine Übergabe zwischen den. But through the entrance examination, when the admission was given, als diese Erlaubnis gegeben wurde, not even a single student from that village got the admission. Hat nicht ein einziger Student aus dem Dorf die Erlaubnis bekommen, dort zu arbeiten. Then the village authorities made a resolution. I'm sorry? Resolution. Village authorities made a resolution. Und dann haben sie eine Resolution abgeschlossen mit den Dorfbewohnern. We only have given the land everything free. Also wir haben ja all das Land gespendet dafür, dass diese Fabrik, Firma öffnen kann. At least a few students from this village should also be given the admission. Und so sollten wenigstens ein paar aus dem Dorf auch die Erlaubnis haben, dort zu arbeiten. The government sanctioned that appeal. Die Regierung segnete das ab and allowed the institute to recruit 10 students.